wohne halt wirklich am Arsch der Welt. Wartet ihr kurz, dann steht ihr erstmal so total doof da im Bad und wartet. Ganz hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen DM-Haul für euch und zwar habt ihr euch den gewünscht. Ich habe nämlich auf Snapchat nachgefragt und dann habe ich ganz viele Nachrichten zurückbekommen, dass ich doch bitte zeigen soll, was ich denn gekauft habe. Es sind auch einige Neuigkeiten eben aus dem DM dabei. Ich habe auch noch ein bisschen was vom Rossmann und vom Müller. Hier sind meine Tüten, ja, hier und hier. Ich habe eigentlich immer alles in so einem Jutebeutel, den habe ich immer in meiner Handtasche, aber den habe ich jetzt schon ausgeräumt und der ist jetzt unten in der Waschküche, deswegen habe ich jetzt alles nochmal hier schön reingepackt. Aber das ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig. Ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was alles so mit durfte, da hinten sind auch noch ein paar Sachen und da hinten ist übrigens auch die Bella, falls ihr sie seht, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. So, meine Lieben, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das so sinnvoll ist, dass die Bella mit da hinten im Video ist, weil ihr dann wahrscheinlich nur auf sie schauen werdet. Seht ihr sie überhaupt? Ich glaube, ich schaue euch die mal auf, oder? Moment. Bella, na komm, komm mal her. Leg dich mal dorthin. Sie will mit im Bild sein. Bella, wie findest du das? Ja, jetzt legt die sich ab. Okay, also ich versuch's. Ich hoffe, ihr seht sie jetzt nicht. Sie will halt bei mir bleiben. Also, los geht's. Ich habe jetzt hier mal alles ausgebreitet und starte mit einem Produkt von Balea. Soft Oil Balsam nennt es sich. Und zwar trage ich mir das immer nach dem Duschen auf, jeden Tag. Es zieht unglaublich schnell in die Haut ein. Es duftet unheimlich gut, kostet 1,85 meine ich. Und es darf immer mit, wenn ich beim DM bin und meine eben leer ist. Allerdings verwende ich im Wechsel auch die Bodylotion von Dove. Habe ich euch auch schon gezeigt. Die ist allerdings um einiges teurer und deshalb liebe ich dieses Produkt. Also der Duft ist wirklich unglaublich. Ich stelle das jetzt einfach mal hier drüben ab und dann habe ich noch von Balea dieses Haarspray hier mitgenommen, denn ihr wisst, dass ich kein Haarspray verwende, auch kein Haargel. Ich mache da nichts rein, außer Hitzeschutz, aber meine Jungs haben wieder Haarspray gebraucht. Ich kaufe eigentlich immer das von L'Oreal, das ist aber um einiges teurer und deshalb wollte ich ganz gern mal dieses hier ausprobieren. Werde ich euch berichten, wie das meine Jungs so finden. Mein Mann, der verwendet ja Gel und meine Jungs eben Haarspray. Also total unterschiedlich hier in diesem Haus. Dann habe ich wieder mitgenommen, ihr wisst, ich bin so ein kleiner Monk, was Zahnpasta betrifft, dieses Produkt hier. Und zwar von Blender Med 3D White Luxe. Allerdings ist es so, dass ich heute im DM war und dieses hier entdeckt habe. 33% gratis. Deswegen musste es natürlich auch gleich mit. Und für den Max habe ich von Signal dieses Produkt hier wieder nachgekauft. Er liebt diese Zahnpasta, er verwendet die immer im Wechsel. White Now nennt es sich und ja, kaufe ich eben, wie gesagt, immer wieder nach. Dann bin ich in einen DM gerannt, der nicht bei uns im Ort ist. Ich bin da aber vorbeigefahren und ich wusste, dass die eine Nix-Theke haben. Wie sich das anhört, Nix-Theke. Also ihr wisst, die Firma Nix haben die. Die haben wir bei uns im Ort nämlich nicht. Und die Steffi hat mir diesen Eyeshadow Primer hier empfohlen. Und ich wollte ihn unbedingt austesten. Deshalb habe ich ihn mir geholt. Der kostet knapp 7 Euro, was eine Stange Geld ist. Aber ihr habt hier vorne so einen Applikator und ich habe die jetzt wirklich schon eine ganze Weile getestet. Ich trage mir das einfach aufs Augenlid auf und oh mein Gott, der Lidschatten, der kommt wirklich voll zur Geltung, hält total lang, also den ganzen Tag und da hat die Steffi mal wieder recht gehabt. Also falls ihr sowas noch sucht, dann schaut euch sehr, sehr gerne dieses Produkt hier von Nix an. Dann habe ich dieses Produkt hier und zwar wollte ich euch das auch mal zeigen von Balea. Da habe ich diese Augengel-Pads wieder nachgekauft. Die sind jetzt allerdings schon leer. Ich habe nur noch eine Packung oder trage ich euch die hier unten auf. Die sorgen einfach für mehr Feuchtigkeit, für Pflege. Das ist ja eine sehr empfindliche Stelle im Gesicht. Also gerade bei mir und da bin ich ja immer auf der Suche. Ich habe jetzt nur noch eine Packung übrig. Allerdings werde ich mir dieses Produkt hier nicht mehr nachkaufen, weil ich wieder meinen heiligen Gral entdeckt habe. Und zwar habe ich euch das in meinem letzten Vlog gezeigt. Das sind diese Pads von Royal Wellness, die einfach super mit Feuchtigkeit getränkt sind und meiner Haut unglaublich gut tun. Und dabei werde ich jetzt auch bleiben und werde mir diese hier nicht mehr nachkaufen. Ich habe auch mal dieses Produkt hier getestet von Balea. Und zwar ist es eine Stirntuchmaske oder ein Pad. Genau, und das tragt ihr euch hier auf die Stirn eben. Und es soll eben auch glätten und aufpolstern und
pflegend wirken. Allerdings ist es so, dass es 4,95 Euro kostet, was eine ganze Stange Geld ist. Ich meine, da wären 3 Stück in der Verpackung. Ich werde mir das nicht mehr nachkaufen. Ich wollte es einfach mal testen und ja, wollte euch das jetzt hier in diesem Video mal zeigen. Allerdings werde ich mir eine andere Maske natürlich wieder nachkaufen, und zwar diese hier. Die Hydra Bomb Tuchmaske von Garnier. Die habe ich heute aufgetragen, und zwar ist die was ganz, ganz Besonderes. Die ist auch meiner Meinung nach sehr teuer, also 1,95 oder 1,85 kostet die, denn ich habe ja eigentlich meinen Liebling gehabt, und zwar von Valea, die Aquatuchmaske, also was heißt gehabt, ich liebe die nach wie vor, verwende die auch, aber die hier ist nochmal ein Ticken besser, allerdings ist die halt auch fast 1 Euro teurer, und das ist natürlich ein Unterschied, ne? Die kommt einfach für besondere Anlässe zum Einsatz, und oh mein Gott, ich liebe diese Maske. Allerdings bin ich ja sowieso so ein Maskenopfer, das wisst ihr ja. Ich liebe es, Masken aufzutragen. Mein Postbote, der ist schon total eingeweiht, der weiß schon Bescheid. Der lässt mich einfach nur unterschreiben und geht wieder, der sagt gar nichts mehr. Und ja, so viel zum Thema Masken. Apropos Maske, die hier hat mir die Steffi mitgebracht, als wir in Berlin waren. Zur Berlinale, da waren wir ja zusammen in einem Hotelzimmer und haben ja 2 Tage auch zusammen verbracht. Wisst ihr ja, wenn ihr meine Vlogs geschaut habt, dann ja, ist euch das wahrscheinlich ein Begriff. Diese Berlinale und diese Tage dort waren einfach unfassbar schön. Und die Steffi weiß, dass ich Masken liebe, deshalb hat sie mir diese hier mitgebracht von Shavens oder Shavens. Ist eine limitierte Edition, und ich finde die Masken allgemein von dieser Firma wirklich richtig gut. Dann hat sie mir ein Produkt empfohlen, und oh mein Gott, ich bin der Steffi so, so dankbar und muss euch heute in diesem Video davon erzählen. Und zwar hatte sie ihr Deo, glaube ich, vergessen, oder es war leer, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls sind wir ganz schnell einkaufen gewesen, und da hat sie mich gefragt, ob ich das mal testen möchte. Und da sage ich so, ja klar, kein Problem. Ich habe es mir nachgekauft. Oh mein Gott, es ist so, so gut. Und zwar von Rexona, dieses Clean Scent. Das ist dieses hier. Und dann gibt es ja auch noch diese Version. Und zwar Confidence, also dieses Pinke und Blaue. Und es gibt auch noch so ein Hellgrün. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe mir das gleich doppelt nachgekauft, weil es das bei Müller irgendwie im Angebot gab. Und oh mein Gott, ich bin so, so dankbar. Das ist so eine Creme. Ihr dreht euch da so ein bisschen raus, macht euch das unter die Achsel, und dann wartet ihr kurz. Dann steht ihr erstmal so total doof da im Bad und wartet. Ganz kurz wirklich. Dann zieht es ein, und oh mein Gott, dieser Duft ist einfach unglaublich. Und ja, bei der Berlinale war es schon sehr aufregend, und da schwitzt man dann auch ein bisschen, und da war nichts. Nichts. Also es war einfach nur... Es hat einfach nur saugut gerochen. So, deshalb habe ich es nachgekauft, und deshalb musste ich euch das unbedingt heute in diesem Video erzählen. Dann total unspektakulär Kaugummis, total nervig. Dieses Geräusch, es nervt mich einfach total in der Handtasche, aber ich kaufe sie trotzdem immer wieder nach. Dann habe ich Brillen nachgekauft, total unspektakulär. Einige Artikel ja, für meinen Putzschrank durften noch mit. Falls ihr da ein separates Video sehen wollt, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren mal wissen. Dann mache ich euch da ein extra Video dazu. Das habe ich jetzt nur mal so stellvertretend einfach mit ins Video reingenommen. Dann wird es was Neues von L'Oreal geben. Und zwar wurde mir das zugeschickt. Ihr wisst, ich sage euch das ja immer dazu. Und zwar ein neues Shampoo, ein Anti-Schuppen-Shampoo, was ganz gut zu uns passt. Ihr wisst, ich habe Jungs, Pubertät und so. Also ich selbst habe jetzt keine Schuppen, aber die dürfen das jetzt testen. Und dann gibt es auch noch so eine Maske, die hat so Peelingkörner für die Kopfhaut. Also wurde mir auch zugeschickt. Und ich glaube, das ist sogar diese hier. Ja, genau. Reinigendes Peeling. So sieht das Ganze aus. Also finde ich total spannend. Dieses hier werde ich verwenden, werde euch auch darüber berichten. Und dieses hier, dieses Produkt hier, werden meine Jungs auf jeden Fall mit unter die Dusche bekommen. Dann hat mir die Steffi noch was zugeschickt, und zwar einige Produkte von P2, denn sie war beim P2-Event in Wien eingeladen, und da hat sie mir ein bisschen was zugeschickt. Unter anderem dieses Produkt hier, das es jetzt nicht beim P2-Event gab, das gibt es bei Rossmann. Sie schwärmt total davon, und zwar ist es ein Kokobalm, ein Allrounder für die Nägel, für die Lippen, für die Haut und für die Haare. Ich bin total gespannt, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Werde euch auch da berichten. Ich habe ja hier keinen Rossmann, also ich glaube, ich muss 30 oder 40 Kilometer fahren, und das ist natürlich ein bisschen schwierig. So, dann zeige ich euch, was zeige ich euch als nächstes? Ja, hier mein Lieblingsprodukt, und zwar meine Abschminktücher von Neutrogena durften mit, denn ich war bei Müller, was ja nicht so oft vorkommt, der ist bei uns auch ultra weit entfernt.
Also ich wohne halt wirklich am Arsch der Welt. Und deshalb habe ich mir die gleich mitgenommen und ich hatte mir davor auch noch dieses hier mitgenommen. Das ist schon leer und das ist ja diese andere Version, die ist allerdings auch teurer. Hydro Boost nennt die sich. Die riecht ein Ticken besser, aber ich werde definitiv bei diesem hier bleiben. Also überhaupt keine Frage. Dann hatte ich mir noch diese Pads hier mitgenommen, denn die von Evelyn, die waren leer. Total doof. Die Marke kenne ich jetzt gar nicht, aber die wollte ich halt jetzt auch mal dann mitnehmen, weil meine eben wie gesagt leer waren. Dann wird es Neuigkeiten von L'Oreal geben und zwar an der Theke, an der Beauty-Theke, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ganz, ganz viele tolle neue Schätze sind da. Ich habe mich schon fleißig durchgetestet, allerdings ist es bei diesem Produkt hier so, bei dieser Foundation aus dieser Infallible-Reihe, ja, ein bisschen schwierig für mich, denn ich habe jetzt die 30 ausgetestet und irgendwie komme ich nicht so wirklich damit klar, denn ja, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also ich gebe ihr auf jeden Fall noch eine Chance. Bei der Berlinale war es nämlich so, dass wir geschminkt wurden und sie auch diese Foundation verwendet hat und das so genial irgendwie aussah. Also meine Haut war total schön, fand ich. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und ja, wie gesagt, ich teste mich mal durch. Hier habe ich die anderen Farben, die jetzt zu mir nicht passen. Die werde ich auch definitiv an euch verlosen. Ihr wisst ja, ich teile wahnsinnig gerne. Habe ich auch auf Snapchat gemacht. Da habe ich euch einiges verlost. Also wirklich ganz viel, gerade auch von L'Oreal. Unter anderem diese Palette hier und zwar diese Total Cover Palette. Damit könnt ihr euch Rötungen abdecken. Also es ist eine Concealer Palette in verschiedenen Farben. Richtig cool. Das hier ist jetzt meine. Die bin ich auch fleißig am Testen. Finde ich richtig genial. Also falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch das mal anschauen. Dann habe ich noch diese Produkte hier. Da habe ich auch ganz viele von verlost und habe euch davon aber schon erzählt. Ich wollte sie jetzt nochmal mit ins Video nehmen. Also wie gesagt, es wurde mir zugeschickt. Da möchte ich einfach immer ehrlich mit euch sein. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben und zwar 8 und verschiedene Finishes. Also ihr habt auch eine matte Version und da finde ich einfach die Farben so genial. Den Applikator finde ich richtig toll und diesen Geruch und natürlich auch, wie sie auf den Lippen aussehen. Also finde ich richtig klasse, falls euch sowas interessiert, schaut es euch gerne an. Dann wird es matte Lippenstifte geben. Die habe ich jetzt noch nicht getestet, weil ich ja so auf dieses matte Finish nicht so sehr stehe, aber falls ihr sowas gerne mögt, dann schaut euch die neuen Farben aus der Colorige-Reihe an. Und was ich richtig toll finde, sind diese Produkte hier für die Augen. Da hat die Steffi ein separates Video zu gemacht. Falls euch das interessiert, schaut es euch gerne mal an. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und zwar nennen die sich EyePant. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die Idee dahinter finde ich richtig klasse. Ich weiß noch nicht, ob ich so gut damit zurechtkomme. Ich werde sie testen und werde euch dann auf jeden Fall auch hier drüber berichten. Und dann hatte ich noch so einen schönen Pinsel hier in meiner Goodie Bag. Den werde ich auch testen. Den hatte ich nämlich noch nicht. Und was ich schon getestet habe, sind diese Produkte hier eben auch aus dieser Infallible-Reihe. Das sind so Gel-Eyeliner, die ihr super schön verblenden könnt und auftragen könnt. Die sind sehr, sehr cremig. Ich finde gerade die blaue Farbe ideal für den Sommer dann und die sind wirklich sehr, sehr gelungen, diese Produkte. So, dann wird es von Astor was Neues geben. Allerdings ist es so, dass ich diese zwei Produkte nicht testen kann, weil ich das leider nicht mag. Und zwar ist es was für die Augenbrauen. Da finde ich einfach ja, dieses Teilchen hier vorne so breit, dass ich nicht so gut damit zurechtkommen werde. Das ist eh nicht meine Farbe, wenn dann eher diese hier. Also falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und es wird eine neue Mascara geben, und zwar diese hier. Die werde ich noch für euch testen und werde euch dann auch drüber berichten. Jo, das war's soweit. Von meinen Sachen, nein, ich lüge, ich habe hier noch was von Valea und zwar diese Feuchtigkeitskonzentrat-Teilchen hier. Da habe ich jetzt heute Morgen mal eins aufgetragen und kann euch jetzt noch nicht so viel darüber sagen. Aber ich wollte euch sowieso fragen, ob ihr Interesse habt an einem Aufgebraucht-Video oder zwei, denn es hat sich so, so viel angesammelt und ich habe auch fleißig alles immer auf Seite, die leeren Verpackungen. Also lasst mich gerne wissen, ob ich euch dazu etwas ja, abfilmen soll. Würde ich natürlich wahnsinnig gerne machen. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar Produkte von P2, die Steffi mir auch zugeschickt hat. Und zwar unter anderem Lidschatten und so weiter. Aber ich glaube, das Video wird jetzt zu lang. Ich teste mich dadurch und werde euch dann auch darüber gerne berichten. Schaut gerne mal bei der Steffi vorbei, unsere Mama Co Beauty. Sie hat dazu auch Videos gemacht und Swatches und so weiter. Die Videos dazu werde ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. So, meine Lieben, das war soweit von meinem DM-Haul. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt.
Und die Bella war ja auch mit dem Video. Ich hoffe, sie hat nicht zu laut geschnarcht. Also bitte wundert euch nicht, falls ihr das gehört habt. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos vorbeischaut. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!